Kanonenschüsse für die Queen im ganzen Land. Jeweils 96, einen für jedes Jahr ihres Lebens. Auch im britischen Parlament gedenken. Mit einer Schweigeminute für die Königin, die nach 70 Jahren auf dem Thron gestern in Schottland verstorben ist. Die neue Premierministerin wird noch heute zu einer Audienz beim neuen König Charles III. Im Buckingham Palace erwartet.